dann sagst, also dann, weiß ich, angezeigt bekommt, dass es ein Fahrzeugtyp ist. Also welcher Fahrzeugtyp das ist. Und egal wie sehr du es machen willst, du kannst nicht die Tatsache ändern, dass du im Auto oder in einem LKW sitzt. Da kannst du dann eins von beidem sitzen. Und Wunschdenken bringt da recht wenig. Du kannst es ändern, aber das sind Routeeinstellungen, die du ausfüllen musst. Es geht vermutlich auch kein anderer Weg an dieser Tatsache dran vorbei. Ich kam weg und Follow kam rein. Ach, das sind. Kriegt doch von uns einen guten IT-Support aktuell. Andere Leute zahlen Geld dafür. Wirklich die einzige Möglichkeit, die ich da sehe, was du machen kannst, ist entweder jemanden zu fragen, der sich mit IT denen auskennt, falls du es nicht selber machen willst, oder einem Internet-Tutorial folgen, aber da findest du meistens nur was für Fritzboxen, wie du das aktivieren kannst. Ich weiß auch nicht richtig, wie die Einstellungen heißen. In den Router kommt man recht leicht rein, das kann ich dir verraten. Wie das Ganze funktioniert. Im Endeffekt, entweder guckst du, das wird sehr wahrscheinlich funktionieren, du guckst einfach nach, wie der Router heißt, und dann guckst du nach, wie man in die Konfiguration reinkommt von einem Router. Da gibt es im Internet immer Tutorials. Oder meine persönliche Methode, weil ich, aber damit kenne ich mich auch aus, in Windows wird dir das Standard-Gateway angezeigt, und der Standard-Gateway bedeutet meistens für dich Router. Da kannst du dann einfach die IP-Adresse im Browser eingeben und dann wirst du wahrscheinlich nach Passwort gefragt, und das Passwort befindet sich meistens auf der Rückseite des Routers. Dann bist du in den Einstellungen drin, und in den Einstellungen kannst du irgendwo Port-Forwarding oder sonstige automatische Konfiguration oder sowas aktivieren oder irgendwelche NAT-Einstellungen reinmachen, und dann funktioniert das. Ist eine Sache von 5 Minuten, wenn man weiß, was man tut. Ich hätte wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen Vertrauensschwierigkeiten, da das Ganze da anzuklicken. Würde mich mal eine halbe Stunde bis Stunde reinlesen, was alles macht, damit ich keine Fehler mache. Weil der Router hat den wichtigsten Teil des Netzwerks, eine Firewall. Die Firewall ist sozusagen deine Lebensversicherung deines Heimnetzwerks zu der bösen Welt des Internets, weil kleines Geheimnis, dein Netzwerk ist eigentlich permanent wird's angegriffen von außen. Und deswegen ist es so kritisch, dass man seine Routereinstellungen nicht irgendwie ein bisschen verkackt. Sensei, Ion Kenji sichert das Haupttor. So gut wie erledigt. Yuna. Kannst du den Pfad an der Klippe säubern? Ich kümmere mich darum. Gut, wir treffen uns an der Brücke. Jemanden vergessen? Nein, ihr kommt mit. Also Ghost of Tsushima, das Let's Play, das läuft wesentlich flüssiger und entspannter als Horizon Forbidden West. Aber es liegt auch daran, dass ich das halt nebenher noch streame. Letztes Mal war sie auf Yuna und mich gerichtet. Dieses Mal nehmen wir sie uns. Wir müssen den Hof sichern. Leise. Oder aggressiv. Eure Wahl. Chiharu! Yasumbe! Ja, machen wir es halt aggressiv, meine Güte. So, Masako, alte Omi.
Finde es ein bisschen schade, dass ich durch die einen Seite kriege ich wahrscheinlich besseres Bild hin, wenn ich das Remote Play benutze. Auf der anderen Seite habe ich manchmal da diese komischen Pixelfehler. Warte mal, hier sind Artefakte in der Nähe. Ja, ich sehe doch nichts. Kann sie vergessen. Schwarzpulverbombe brauche ich jetzt nicht. Oh, jetzt so ein Stück einfach vor dem Schwein rausreißen und oh, lecker. Könnte die Hoacha bedienen? Das schaffe ich schon. Wenn ich Fürst Shimura habe, werden uns die Mongolen verfolgen. Erledigt sie. Mit Vergnügen. Passt auf euch auf. Ihr auch, Masako. Super. Griff Yuna in der Nähe der Brücke. Alles klar. Lass den Mädels sagen, was hier zu tun ist. Ich will aber nochmal hier rein. Vielleicht gibt es da noch was zu finden, wenn es ein paar Vorräte sind. Sollst dich rennen, du Vogel. Du sollst dieses Mal in Ruhe angucken. Naja, Leinen. Ist okay. Och nein, du sollst da unten das aufheben, nicht durch die Tür rennen. Na, Kunai, immerhin. Ich weiß zwar nicht, was das für ein Moonwalk war, aber okay. Jin, das Tor ist bewacht. Folgt mir. Das Tor ist bewacht. Headshot. Hör auf ins Horn, blasen, du Lümmel. Ich sterbe wie die Fliegen. Yuna hat uns gut trainiert. Yoso hat versagt, das vergesse ich nicht. Dein Onkel auch nicht. Was? Strohhutfreunde helfen? Wie, wo, was versagt? Warum? Wo war der? Wo hat der versagt? War alles gut. Yuna, ich weiß nicht, warum du gemeckert hast. Es lief doch alles super, Mädchen. Also die Ingame-Yuna, ne? Nicht du. Ich will mal gucken, ob ich hier noch ein paar Pfeile finde. Ich habe die Befürchtung, dass der Spielefortschritt die Geschichten, die der mongolische Anführer mit dem Dingsbums gemacht hat, dass die mir irgendwann so ein bisschen problematisch zum Problem werden. Weil die, glaube ich, nicht ganz zufrieden mit meinem Spielstil waren. Aber ich weiß nicht, ob das Spiel so tiefgründig ist. Er hat ja gesagt, dass ich wie ein Dieb hier schleichen bin. Bin ich letztes Mal gekommen? Der Kahn warf dich von dieser Brücke? Wie hast du überlebt? Ich weiß nicht. Und sagen, das Tor ist verschlossen. Haltet die Brücke. Ich finde einen anderen Weg. Lass mich raten, es geht da lang. Interessant, ne? Die Klippe? Es muss ein... Autsch. Das sollte klappen. Gutes Auge. Wenn du drin bist, öffne das Tor. Noch. Das war dumm. Hup.
Hallo, ich will da rein, danke. So. Ich könnte Jonas Hilfe brauchen. Öffne das Tor. So. Leise. Noch mehr Wachen. Dreimal Leder. Aber so viel Pfeile habe ich gar nicht mehr. Gibt es eigentlich so viel große grafische Unterschiede zwischen... Zwischen der PS5-Version und der PS4-Version? Du kannst sie doch vergleichen, oder? Nee, weil die... Also bei der nicht. Einfach aus dem Aspekt her, weil sie die PS5-Version nicht gratis gemacht haben. Das bedeutet, ich habe mir das Spiel jetzt für 30 Euro gekauft, dann gibt es noch eine Director's Cut und die PS5-Version würde mich nochmal 30 Euro kosten. Oder 60, wenn ich sie komplett neu hole. Du könntest auch einfach YouTube nachgucken. Ja, da sehe ich nicht so viele Unterschiede. Nur halt die FPS. Die Vergleiche, die du bekommst, sind halt nur die FPS-Zahlen. Aber ich habe ja Spiele, die... Du kriegst halt nur die Vergleiche zwischen... zwischen der PS4-Version, also wenn du das Spiel auf der PS4 spielst, auf der PS4 Pro oder PS5. Ich habe aber die... Spiele aber die PS4-Version auf der PS5 und will gucken, ob es da irgendwie grafische Unterschiede gibt und nicht irgendwie FPS, Wide Range und so ein Kram. Weil das bringt mir halt jetzt nicht so viel. Dass die PlayStation 4 nur 25 FPS raushaut und die PS4 Pro 30, während die PS5 halt locker 60 raushaut, das ist mir schon klar. Solche Finisher Moves, den hier. Den da. Erstens brauche ich dafür Dingsbums. Brauchst du dafür den Himmelsschlag? Deswegen haben wir beim letzten Stream hier in dem Spiel keinen großen Fortschritt gemacht, weil ich mich mal um die Nebenquests gekümmert habe. Dann findest du den, dann kannst du den Himmelsschlag und wenn du dann unten links eine Ausdauer hast, kannst du mit Kreis und Viereck diesen Schlag machen. Und im Kampf zieht er dann halt einen Ausdauerpunkt ab. Das heißt, das haben halt spezielle Tastenkombinationen zu machen. Die anderen Finisher sind halt, ja. Also wenn du diesen Schlag meinst. Die anderen sind halt, wenn du halt einen Gegner killst. Oder random. Da sind noch ein paar. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, Spieler spielen nicht Multiplayer. Kann man das gegeneinander oder Koop spielen? Ich weiß gar nicht, ob es die Moves im Dingsbums gibt. Es gibt nur Netzwerkspieler 2 bis 4. Ich spiele am liebsten Aschaschiene. Ja, ich bin eher so der schleichende Bogenschütze, aber hier habe ich mir gedacht, ja, das klappt nicht so komplett. Von daher...
Keine Ahnung. PvP kriege ich genug aufs Maul. Da brauchst du es nicht hier auch noch. Ne, Justin? Bald werden wir mal, wenn der Junge sein Super Smash Brothers Ultimate hat, kriege ich da auch noch aufs Maul. Schade, dass der sich kein Splatoon 3 holen will. Das wäre cool. Halte das Gebet. Ich suche Fürst Shimura. Viel Glück, Jin. Durchsuche das Gebiet. Hallo? Wo soll ich denn jetzt? Ach so, da. Okay. Ja, dann hau dir Bayonetta. Dann haut dir Bayonetta in den Arsch. Willst du Bayonetta spielen? Interessant. Yoso. Der Khan zahlt ein Kopfgeld für den Geist. Und jeder kann es fordern. Lass es. Er macht jetzt Jagd auf mich. Meine Männer, ja, ich weiß, dass das Dingsbums drin ist. Rette mit mir meinen Onkel. Er entlohnt deine Männer. Er macht dich zum Samurai. Es war so klar, dass wir jetzt gegeneinander kämpfen. Und schickt uns in den Tod. So wie er es in Komoda tat. Yoso. Er ist deine Familie, Jin. Ich muss meine schützen. Das war so klar. Und Lucario gibt es auch. Das gibt es, glaube ich, schon seit Brawl, meine ich. Brawl habe ich mal gespielt. Danach kam noch eins für die Wii U, glaube ich. Ich bin nicht ganz sicher. Mache es ganz schnell. Wir waren Freunde vor einer Ewigkeit. Ich habe keine Ausdauerpunkte, das ist mies. Ich kann mich nicht heilen. Ich habe keine Ausdauerpunkte. Fuck! Oh, leck mich doch am Eiersack. Komm, beendest du Arsch. Es ist auch eine schlechte Ausgangsposition, hier so einen Kampf reinzusetzen. Ich hab doch geblockt! Off! Wärst du nur in Komoda gefallen? Halt doch dein Maul! Das werde ich schon so oft hören. Das ist mal wieder so ein Dark Souls-Moment. Ich mache es ganz schnell. Wir waren Freunde. Vor einer Ewigkeit. Ich hab doch geblockt, du Arschficker! Och, Mann! Nur in Komoda gefallen. Dieser Nippelhans. Ja.
fallen. Der bessert sich aber mal. Bestens ausweichen. Ich mache es ganz schnell. Wir waren Freunde vor einer Ewigkeit. Parieren, Bitch! Bevor es zu spät ist. Du hast dich verändert. Du ebenfalls, Geist. Auf! Naja, ich bin Essen. Viel Spaß hier beim Verlieren. Sausack. Also die treuesten Zuschauer sind die bösesten. Ich mache es ganz schnell. Wir waren Freunde. Bevor es zu spät ist. Du hast dich verändert. Du ebenfalls, Geist. Jetzt die Frage, muss ich gegen den kämpfen, weil ich den Weg des Samurai verloren weggegangen bin oder weil ich den Ass... oder... anderen Weg. Arschloch, dreckiges. Das finde ich schade, dass die jetzt gegeneinander kämpfen. Ja, erneut versuchen. Ich werde den schon gewinnen. Mache es ganz schnell. Wir waren Freunde vor einer Ewigkeit. Ja, mit dem Tri- oh, hast komm du schon. Komoda gefallen. Nein, ich bleib. Ich werde nicht beenden. Ich werde den Kampf nicht skippen. Ich werde ihn auch einfach beenden. Ich werde ihn durchziehen. Ich mache es ganz schnell. Freunde, vor einer Ewigkeit. Halt! Bevor es zu spät ist! Du hast dich verändert. Du ebenfalls, Geist. Thank you.
Hab ich's geschafft? Noch ist er nicht tot? Bin schade, dass wir den killen müssen. Es ist noch nicht zu spät. Rette mit mir unsere Heimat. Sie gehört jetzt Ihnen. Ryuzo. Er ist hier! Der Samurai ist hier! Dieser Sausack! Mitleid ist für die Schwachen, aber dafür behalten wir unser Herz. So rein. Wo seid ihr, ihr Lümmel? Ciao, Jay. Auf die Schnauze. Lief besser als gedacht. Frage ist nur, wie weit sind wir mit der Story jetzt fortgeschritten? Ich habe nämlich das Gefühl, das hier sieht schon ziemlich nach Finale aus. Aber es ist ja nur eins von drei Gebieten. Wo ist er? Wo ist Fürst Shimura? Yeah! Ich mag Speerkämpfer nicht, habe ich das schon mal gesagt, ja, ne? Keine Geisterwaffe mehr. Das ist scheiße. Probier es doch mal mit einer Haftbombe. So, muss ich jetzt hier hoch? Shoji-Attentat freigeschaltet. Hat er gerade versucht, hier mit sich selbst zu sprechen? Er hat hier extrem schön aber gut aus. Geil, ich habe wieder Kunais bekommen. Aber nur eins. Schade, schade. Warte.
Von da kam ich, ne? Was ist, wenn ich hier einfach lang gehe? Finde ich hier irgendwas? Nein, aber ich höre da jemanden. Okay, ich komme! Jin, schnell! Stopp! Hat er jetzt meinen Onkel dazu überredet? Nee, sieht alles okay. Gut aus. Ich wusste, ihr kommt, mein Junge. Euer Vater wäre stolz. Ich bin euer Diener, mein Herr. Wir müssen weg. Noch nicht. Kotun Khan marschiert nordwärts nach Toyotama. Er hat Wachen hier gelassen. Keine echten Gegner für zwei Samurai. Ich habe Verbündete dabei. Wir erobern die Burg zurück. Man wird unseren Sieg besingen. Das lief doch super. Kommt, befreien wir den nördlichen Hof von den Eindringlingen. Fürst Sakai, wir locken sie zu uns. Ich bin bei euch. Das war dumm. Sensei, Fürstin Masako, ihr habt überlebt. Mit der Hilfe eures Neffen. Er bestand darauf, euch befreien zu können. Ich hielt es für unmöglich, aber ich bin froh, dass er recht hatte. War nicht das letzte Mal, Sensei. Ich bin froh, dass ihr alle hier seid. Zu viele Freunde sind gestorben. Und Familie. Fürst Adachi starb ehrenvoll, Fürstin Masako. Nun rächen wir ihn und all die gefallenen Krieger von Tsushima. Es kommen noch mehr. Wir stellen uns entgegen, gemeinsam. Für die gefallenen Krieger von Tsushima. Fürstin Masako, lasst niemanden entkommen. Schießt auf sie, Sensei Ishikawa! Ich gebe euch den Kopf! Gut gekämpft. Easy. Ihr alle. Geschafft. Die Chefs wieder in der Hood, man. Mein Fürst, ihr habt uns zum Sieg geführt. Mit eurer Hilfe, Jin. Gemeinsam brechen wir ihren Kampfgeist. Und werden Kotun Khan in die Knie zwingen. Wir gewinnen diesen Krieg. Als Samurai. Der Schatten des Samurai. Infiltriere Buch Kaneda und rette deinen Onkel. Hammer gemacht. Super. Ersten Drittel des Spiels wahrscheinlich hinter mir. Hinter uns. 3 Technikpunkte. Das war ganz gut. Trotzdem würde ich gerne noch ein bisschen mehr erkunden, bevor ich jetzt das nächste Gebiet reingucke. 2 Tage später. Weit im Norden. Oh, komm schon.
Eine beeindruckende Burg. Wollt ihr mich nicht hereinbitten? Ich nicht, du Schwanz. Eure Leute sind müde, hungrig, frieren. Öffnet das Tor, rettet sie. Ihr verspracht Essen für meine Männer. Verdient es. An, was du getan hast. Wichser. Es ist so einfach machen können. Einfach ziehen und den der Dicke vertraut dir ins Gesicht. Öffnet. Öffnet das Tor! Öffnet das Tor! Gefällt mir nicht. Ein neuer Horizont. Ja, den machen wir aber später. Es gibt bestimmt noch mehr zu entdecken. Was will denn die Yuna von mir? Dein Onkel sucht nach dir. Es heißt, der Khan hat seine Burg. Ich hätte Ryo so nie trauen dürfen. Er hat uns alle getäuscht. Ich dachte, du bist schon weg. Dachte ich auch. Gehen wir zu meinem Onkel und reden über deine Belohnung. Fürst Shimura ist im Hauptgebäude. Ja. So, YouTube. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.